there's no one to save me. This all or nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. And the day bleeds into nightfall. You're not here, and you got me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. I'm going under, and this time I fear there's no one to turn to. It's all or nothing way you love and got me sleeping without you. I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you helped me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. And I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your arms. I'll be saving the sound, and I come back around. Now the day until nightfall, I was getting kinda used to being someone you love. Der Astronaut! Der Astronaut! Ich höre Zugabe, ich sehe Tränen, fassungslose Gesichter und alle sind begeistert. Ja. Oder ja? Missinterpretiere ich da irgendwas? Ich glaube nicht. Profi, voll, also mega profimäßig abgeliefert. Also der Song ist wirklich extrem schwer zu singen. Da gibt es dann wieder Kopfstimmen, dann geht es wieder runter, brauchst eine riesen Range. Also deswegen bin ich ganz, ganz sicher, dass wir hier einen Vollprofi vor uns haben. Auch nochmal Respekt für die Leistung. Also ja, echt geil, geil gesungen. Ich habe einen Geistesblitz zu dem Einspieler letzte Woche. Manchmal dauert es eine Woche, bis die ankommen. Auf jeden Fall sagte er beim letzten Mal, er wäre farbenfroh. Das Album von dem einen Künstler, den ich meine, heißt Colors. Er hielt ein Bild in die Kamera von einer Kuckucksuhr. Die Kuckucksuhr kommt aus dem Schwarzwald, genau wie dieser Künstler. Wir haben im Hintergrund kollidierte Autos gesehen. Er hatte einen legendären Auftritt bei der Stockcar Crash Challenge und deswegen glaube ich, es ist Max Mutzke. Das ist der Tipp von Colin. Wie sieht es bei den anderen aus? Also das mit den Autos, ne? Ich habe letztes Mal auch Xavier Naidoo getippt und der ist ja auch so ein echter Autonarr, hat irgendwie 100 Karren und so, das wird auch jetzt wieder für Xavier sprechen, obwohl die Stimme schon auch ein bisschen anders klingt, ne? Und es wurde auch kurz gekocht oder Schlagzeug gespielt, das könnte auch auf diesen Fernsehkoch Nelson Müller hindeuten, ne? Der auch so eine ähnliche Stimmfarbe hat. Nelson Müller, könnte auch sein. Ich bin mir nicht sicher. Oder Xavier. Oder Max Mutzke. Oder das aber zu jemand völlig anderes. Lady Gaga? Elton? Hm? Lady Gaga. Ja, sie wollte mal Kostüme an, sie hat Glitzerkostüme. Apropos Kostüme. Ja. Was auch total abgefeiert wird im Netz, sind unsere Kostüme. Völlig zu Recht. Dieses Kostüm. Aber wirklich. Dieses Kostüm vom Planeten Swarovski kostet 35.000 Euro, meine Damen und Herren, weil jeder einzelne Stein da manuell draufgeklebt wird. Oh. Und es sind alles Diamanten, echte Diamanten. Nee, wir müssen da mal ein Riesenkompliment machen an Marina Toybina. Das ist die amerikanische Designerin, die das entworfen hat. Arbeitet auch für Katy Perry, entwirft auch die Klamotten für Taylor Swift. Und umgesetzt und alles da drauf geklöppelt hat übrigens Alexandra Brandner. Das ist eine Kostümdesignerin aus Deutschland. Großes Kompliment. Und wenn ihr zu Hause jetzt eine Idee haben solltet, wer das ist, einfach mal mitspielen. Und am Ratespiel teilnehmen, themasked-singer.de. Jetzt bist du dran, Elton. Max ist natürlich auch wirklich ein guter Hinweis, aber dafür hat er zu viel Dialekt, also anderen Dialekt gehabt, Akzent. Er hat einen Akzent. Ich hatte eigentlich Haddaway in Verdacht, aber dafür singt er hier viel zu gut. Entschuldigung, nein, Haddaway ist... What is Love war perfekt gesungen. Ja, das stimmt wohl. Aber in der letzten Sendung war auch irgendwie Doktortitel und Castingshow. Und hat Hathaway nicht sogar gewonnen bei ProSieben, diese Comeback-Show? Das war ja auch so eine Art Castingshow. Und ich glaube, der fährt auch Rennen, Hathaway. Das ist auch sehr gut. Und das, aber egal, wer es ist, das war Wahnsinn, was ich hier gerade eben erlebt habe. Das war echt Wahnsinn. Ruth, hast du denn eine Frage an den Astronauten? Ich wollte gerade fragen, ob ich eine Frage stellen darf. Natürlich, jederzeit. Wir diskutieren ja immer die ganze Zeit diese Rennfahrergeschichte, diese Autos haben wir gesehen. Bist du denn professioneller Rennfahrer? Bist du Rennfahrer? Auf der Überholspur bin ich zu Hause. Ja, das passt wieder zu Haddaway, so wie ich ihn kennengelernt habe.